Hallo und herzlich willkommen zum Videochannel der Voll GmbH. Ich bin Tim Brettschneider, Geschäftsführer der Voll GmbH. Und heute will ich mal was zum Thema Google Shopping erzählen. Google Shopping ist ein interessantes Programm, sollte man unbedingt verwenden, gab es viele Neuerungen. Und wir gehen heute mal durch, was ist denn jetzt eigentlich anders, für wen lohnt sich Google Shopping, wer kann sich dort listen lassen und wie geht man da im Groben vor. Ja, was ist denn eigentlich Google Shopping? Gucken wir uns das erstmal an. Ich will mir neue Schuhe kaufen, gehe auf die bekannte Suchmaschine und sehe hier verschiedene Kategorien und kann hier auf Shopping gehen. Und bei verschiedenen Produkten, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Handy kaufen möchte, das Samsung Galaxy S10 vielleicht, kommt hier sogar auch schon Google Shopping Ads. Und das ist auch schon die Google Shopping Übersicht. Das klicken wir mal an. Das ist eine Art Preis-Produkt-Suchmaschine von Google. Soll nach Hörensagen ein Konkurrenzprodukt zu Amazon sein. Amazon ist ja auch eine Preisproduktsuchmaschine. Und hier kann man seine Produkte listen lassen und kann das Ganze auch bezahlen, also dass ich weiter oben stehe. Oder eben, das ist nämlich die Neuerung, kann mich auch kostenfrei listen lassen. Was muss ich denn tun, um mich kostenfrei listen zu lassen? Also, dass Google kostenfrei uns eine Sichtbarkeit und Traffic gibt, das ist natürlich ein Geschenk, sollte man annehmen. Google macht das nicht ganz aus freien Stücken, sondern im Zuge des Konkurrenzkampfs mit Amazon hat man festgestellt, hier muss man nachziehen, dass mehr Produkte gelistet werden, man mehr Anbieter hat und somit wieder mehr Nutzer anzieht. Deswegen empfehlen wir das, sich dort listen zu lassen. Das lohnt sich meiner Meinung nach nur für Produkte, die auch irgendwo vergleichbar sind. Weil ansonsten klickt da kaum einer drauf. Also wenn einer einen Preisvergleich machen möchte, wird er Google Shopping benutzen. Wenn es ja individuelle Produkte sind, Eigenmarken, ja, eher nicht so relevant. Wenn man natürlich jetzt ein Produkt hat in einer guten Kategorie, wo man dann mithalten kann, sollte man sich wieder listen lassen. Ist immer eine individuelle Entscheidung, um dort sozusagen mehr Reichweite zu generieren. Generell kann ich es aber nur empfehlen, wenn ich wirklich ein richtiges lieferbares Produkt habe. Einzelanfertigungen sind da ausgenommen, individuelle Stücke und ähnliches, das geht nicht, Dienstleistung genauso nicht. Also heißt, alles, was verpacken kann, was irgendwie in der Form vergleichbar ist, dort auftauchen kann, ist dafür geeignet. Nun zu den technischen Voraussetzungen. Dazu müssen wir nochmal gucken, wie denn dieser Google Shopping Prozess, wie das aussieht und was dann Google von uns erwartet, welche Komponenten wir brauchen. Wir sehen ja hier, dass hier verschiedene Produkte hinterlegt sind. Das eine wackelt hier, da habe ich was eingegeben. Und diese Daten, diese Produktdaten hier, die kommen aus einem Feed, dem sogenannten Shopping-Feed. Das heißt, mein Shop, der die Daten ja in irgendeiner Form ERP-System anderweitig hat, müssen aufbereitet werden, dass diese von Google angenommen werden können. Wie man einen solchen Feed erstellt, da gibt es von Google eine tolle Hilfe mit ganz, ganz vielen Dingen, die da rein müssen, welche Felder da benötigt werden, sollte man den Entwickler seines Vertrauens fragen. Beziehungsweise für viele Systeme gibt es schon fertige Plugins, jemand anders hat sich die Arbeit gemacht, ich kann da anknüpfen. Ich weiß, für WordPress gibt es da was, also WooCommerce-Shop-System. Es gibt das Ganze auch für Shopify, da habe ich schon Lösungen gesehen. Shopware genauso, wird man meistens fündig. Neben den eigentlichen Feed, also den Daten, die ich übermittle, brauche ich noch ein sogenanntes Merchant Center-Konto. Das ist ein Tool von Google, wo ich den Feed hinterlegen kann, mit meinem Unternehmen verknüpfen kann. Und sagen kann, das sind meine Produkte, mein Feed, Google nimmt das bitte an, schaut dir das an, ob das den Kriterien entspricht, dann kriege ich da auch Warnungen, Verbesserungsvorschläge und kann dann mit diesen Produkten weiterarbeiten. Zum Beispiel bei Google Shopping, aber auch anderen Plattformen kann ich die verwenden, wir konzentrieren uns auf Google Shopping, ich kann die dann dafür verwenden. Und im nächsten Schritt muss ich jetzt das Merchant Center mit meinem Google AdWords Konto verknüpfen, das brauche ich auch noch. Und die kann ich dann zusammenführen und kann dann, wenn das sozusagen einmal verbunden ist und Google AdWords auf das Merchant Center und die Produkte zugreifen kann, sagen, ich will das kostenfreie Listing nehmen. Ein Punkt, den ich unbedingt empfehlen würde, weil das ist ja einfach möglich, so ein Feed ist schnell aufbereitet. Aber darüber hinaus kann ich dann auch sagen, ich möchte eine Google Shopping Ad schalten. Das ist dann möglich, wenn ich eben das Merchant Center mit dem Datenfeed habe. Wann lohnt sich das denn erfahrungsgemäß? Natürlich nicht für alle. Ich sollte da auch versuchen, also das generelle Listing sollte ich mitnehmen, einfach um die Reichweite zu bekommen. Das ist ja schnell erstellt, schnell hochgeladen, ist ein klarer Prozess. Da würde ich erstmal alle Produkte, die ich da habe, ins kostenfreie Listing nehmen. Ich würde darüber hinaus natürlich Produkte hervorheben, in denen ich besonders herausstechen kann. Das muss nicht immer der Preis sein. Das kann auch sein, wenn ich die schnellste Lieferzeit habe oder die günstigste Lieferung, dass ich dann auch das Rennen sagen, im Vergleich gewinne. Ansonsten natürlich ganz klar habe ich einen Preisvorteil, gerade eine Aktion, wo ich günstiger anbieten kann, unbedingt eine Google Shopping Ad drauf schalten.
dann kann ich günstig eine Reichweite bekommen und die Wahrscheinlichkeit, dass das jemand kauft, sehr hoch. Wir empfehlen natürlich, das nicht als einziges Instrument zu nehmen, weil oft die Akquisekosten sich dann nicht gleich decken. Wir empfehlen das über Topseller, Einstiegsprodukte, die gerade stark rabattiert sind, in sogenannten Deals einzustreuen, darüber Kunden zu gewinnen und diese dann langfristig in Bestandskunden umzuwandeln, indem ich einen Beiliger im Paket habe, indem ich denen sage, werdet Fan auf Facebook, indem ich die Newsletter ziehe, je nachdem, was zur Strategie passt und die dann dazu bewege, dass die in Zukunft oder im Upselling nicht mehr über Google Shopping und Co. gehen, sondern direkt über mich und meine Plattform, weil dann rechnet sich das. Deswegen eher betrachten, darüber Neukunden zu gewinnen, die ich dann zu Bestandskunden umwandeln kann. Je nach Branche, je nach Konstellation kann sich das natürlich auch sofort beim ersten Kauf rechnen. Und so kann man Google Shopping einsetzen. Du hast dazu eine Frage, Anregung, willst wissen, ob das für dich passt? Schreib es gerne in die Kommentare als Direktnachricht bei Facebook, Instagram, TikTok, wo auch immer wir uns gerade sehen. Ich beantworte das gern und bin auch gern bereit, noch ein weiteres Video dazu zu drehen. Ansonsten wünsche ich natürlich viel Erfolg bei der Umsetzung und dass du in dem Listing immer ganz oben stehst.